So wie man mit jedem Fernrohr anders sieht, sieht jedes Auge anders. Dasselbe Fernrohr vor einem anderen Auge sieht wieder anders. Zwei Augen sehen anders als ein Auge. Und bei vier Augen kommt es vor, dass sie sich nicht auf das einigen können, was sie sehen. Die meisten haben sich in den Kopf gesetzt, das Spektiv gemäß dem zu kaufen, was sie sehen wollen. Und sehen wollen sie, was sie im Kopf haben. Aber wenn sich einer in den Kopf gesetzt hat, das zu sehen, was er sich in den Kopf gesetzt hat, wozu braucht er dann ein Fernrohr für mehr als 2000 Euro?